hier bei Abenteuer Alaska und wir sind wieder in Alaska. Endlich, kann ich nur sagen. Denn ich sag euch, die letzten Wochen waren wirklich total anders als geplant. Im letzten Video hatte ich euch ja erzählt, dass wir hier eine Pause machen auf dem Kanal. Die Pause ist hoffentlich mit diesem Video beendet. Die Pause kam dadurch zustande, dass ich nicht in Alaska war. Ich war erst in Deutschland und später in Minnesota. Und warum das nicht ganz so war wie geplant, erzähle ich euch jetzt, während ich hier ein bisschen im Denali Nationalpark spazieren gehe. Eigentlich wollte ich mich da vorne hingesetzt haben und in Ruhe diese Aufnahme machen, aber ich habe mein Moskito- oder mein Mückenspray vergessen und ich sage euch, das ist so voller Mücken hier, dass ich da jetzt nicht sitzen wollte. Also laufe ich weiter und erzähle euch so ein bisschen, was los war. Also erstmal, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen, dass ihr wieder hier zurückgefunden habt und dass ihr mich weiter auf meinen Alaska-Abenteuern begleiten wollt. Gestern war Sommersonnenwende und wir haben wie immer traditionell unseren Weihnachtsbaum verbrannt. Hey, guys. Hey. Na, wer erinnert sich? Ja, das ist unser Weihnachtsbaum von 2021. Wir haben ihn an der Wintersonnenwende geholt. Ihr erinnert euch vielleicht. Gab es ja ein Video zu. Und wir werden das jetzt zur Sommersonnenwende, also sprich heute, verbrennen, wie in jedem Jahr, unsere ganz persönliche Tradition zur Sommersonnenwende. So, aber was war jetzt eigentlich die ganze Zeit los? Also es gab ja hier eine längere Pause und ich hatte im letzten Video euch ja erzählt, die längere Pause ist erstmal hauptsächlich dadurch gekommen, dass ich erstmal in Deutschland war und ich habe meine Freunde dort besucht, meine Familie und hatte auch eigentlich eine ganz schöne Zeit, bis auf, dass ich mir da in den ersten 3 Tagen so eine dicke Erkältung eingefangen habe, dass meine Stimme total weg war. Ich konnte also kaum was erzählen und ich mich auch wirklich ein paar Tage nicht so wirklich gut gefühlt habe. Nein, keine Angst, es war kein Covid. Ich habe, glaube ich, 100.000 Tests gemacht und alle waren immer negativ und ich muss auch ehrlich sagen, die Symptome waren auch wirklich mehr Erkältungssymptome. Aber trotzdem hat das jetzt nicht dazu beigetragen, dass das ein sehr relaxter Urlaub war und es ist auch wirklich, wir haben viele Sachen nicht machen können, die geplant waren und naja, ich war so ein bisschen traurig. Ich war auch sehr traurig, dass ich da wieder weg musste. Dann waren wir eine Woche zu Hause und in der Woche waren wir wirklich nur beschäftigt, wir haben nur geackert. Wir haben unseren Garten vorbereitet, um Gemüse zu pflanzen, das Gewächshaus vorbereitet und uns vorbereitet für unsere Haussitter, denn wir wollten ja direkt danach eigentlich schon wieder
nach Minnesota und Devs Eltern besuchen und zum Highschool-Abschluss der jüngsten Nichte vom Dave fahren. Und das haben wir auch gemacht. Und auch dort ging es wieder 3 Tage gut. Und nach 3 Tagen hat es dann aber leider, diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, wissen es, nach 3 Tagen hat es dann aber leider Dave niedergerissen und diesmal war es Covid. Und ihm ging es auch wirklich nicht gut, zumindest für ein paar Tage nicht. Ja, und wir haben also fast die ganze Zeit im Hotelzimmer verbracht, haben unseren Rückflug umbuchen müssen, mussten mit den Haussittern irgendwie es klar machen, dass sie länger bleiben. Wir konnten nicht einfach die Hunde alleine lassen und haben eigentlich in der ganzen Zeit nichts gemacht. Schön hier, oder? Ich sehe da hinten sogar noch ein bisschen Schnee. Ja, das war schon ganz schön nervig, weil zum einen, gut, Dave ging es erstmal nicht gut, aber danach war es irgendwo klar, er hat sich wiederholt. Aber ich saß da im Hotelzimmer und habe einfach ehrlich nur darauf gewartet, wann erwischt es mich denn? Ich gehe mal hier hin. Das war ganz schön nervenaufreibend. Wir haben uns in der ganzen Zeit sehr an die Vorgaben vom CDC gehalten, also der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Das heißt, Dave durfte definitiv das Zimmer erstmal für 5 Tage nicht verlassen und musste danach 48 Stunden ohne Medikamente fieberfrei sein. Und dann durften wir raus, aber allerdings, oder er raus, allerdings nicht irgendwo hin, wo man die Maske abziehen konnte. Also er musste halt kontinuierlich für 10 Tage Maske tragen, was auch alles total verständlich war. Und wir haben es halt hauptsächlich dafür gemacht, um halt Daves Eltern zu schützen. Ich habe aber leider unser Midsommernachtsfestival in Fairbanks verpasst. Dafür waren wir auf einem skandinavischen, ganz kleinen skandinavischen Fest in Minnesota. Und auch das war schön, allerdings natürlich nicht vergleichbar. Und ich habe die Hunde vermisst und ich muss echt sagen, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Das waren echt harte 10 Tage. Plus natürlich umbuchen und schauen, wie wir nach Hause kommen, schauen, dass die Haussitter umbuchen können. Bin so dankbar, dass die Haussitter überhaupt Zeit hatten und länger bleiben konnten und auf die Hunde aufpassen. Ja, wir sind jetzt also seit ein paar Tagen wieder zu Hause. Und schon um Garten, Rasen, Hunde gekümmert, da ist nicht noch so viel an. Und ehrlich gesagt, ich habe hier schon so ein kleines bisschen Panik, dass der Sommer so schnell vorüberfliegt und wir eigentlich von unseren ganzen geplanten Projekten nichts umsetzen können. Ja, was sind denn jetzt hier so die Projekte, fragt ihr euch? Nun, zum einen wollen wir die Hundekennel bauen und uns entscheiden, wann, ob, welche Hunde wir da nehmen für unser Schlittenhundeprojekt. Danach oder gleichzeitig wollen wir eigentlich noch so den ein oder anderen Unterstand für unsere Snow Machines bauen. Und aber vor allen Dingen müssen wir raus zum Salto River, zu unserem Flussgrundstück. Denn wir hatten irgendwann mal geplant, dass wir am Ende von diesem Sommer tatsächlich unser, dass wir tatsächlich quasi das Fundament für unsere Hütte fertig haben wollen. Und den Plan sehe ich schon irgendwo in weite Ferne rücken mal wieder. Und warum? Ja, auch das erzähle ich euch gleich. Thank you.
Ja, wie gesagt, das ganze Projekt am Salcha-Fluss verzögert sich um weitere Wochen und das liegt daran, dass wir einen neuen Bootmotor bekommen. Den haben wir im letzten August bestellt und der ist endlich da, allerdings fehlt ein Teil. Und der Teil soll vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche geliefert werden. Da muss eingebaut werden und dann müssen wir das Boot einfahren und können damit halt noch nicht sofort auf einen Fluss. Und dementsprechend denke ich, wird das vor Mitte Juli überhaupt nichts. Und ja, dann haben wir noch, ich weiß nicht, vielleicht 4 Wochen Zeit und meistens fängt hier Anfang August an zu regnen. Und ja, ihr seht, mir läuft irgendwie schon wieder die Zeit weg, obwohl ja wirklich gerade der Sommer erst angefangen hat und es eigentlich dumm ist, dass ich jetzt schon ans Ende denke. Aber wie gesagt, unsere Tage werden ja auch schon kürzer, ne? Wir haben ja Sommersonnenwende gehabt mit 21 Stunden und 49 Minuten Tageslicht oder Sonnenlicht und hell rund um die Uhr. Und jetzt werden die Tage kürzer. Okay, aber was ist das Nächste, was ansteht? Ihr habt mich jetzt hier so lange quasseln gehört, hier für dieses kurze Hallo, ich bin wieder zurück Video. Was ist das Nächste, was ansteht? Ich werde als Nächstes nach Dawson City in Kanada fahren. Es ist wieder relativ einfach, nach Kanada einzureisen und der Top of the World Highway Grenzübergang ist wieder offen. Und ich werde Freunde dort nach Dawson bringen, die dort dann von Dawson nach Circle in Alaska paddeln wollen. Und die brauchen halt jemanden, der so dorthin fährt. Deswegen wird mein nächstes Abenteuer für euch sein. Ich zeige euch Dawson City und vielleicht auch wieder ein bisschen vom Top of the World Highway, auch wenn wir da schon mal waren. Dawson City, Yukon River, Klondike River. Ja, und ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und ich euch da ein schönes Video von mitbringen kann. Sage ich danke, dass ihr alle so geduldig abgewartet habt und ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt und euch auf weitere Videos hier auf meinem Alaska-Kanal freut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, bis zum nächsten Video aus Dawson City.